Hallo und herzlich willkommen zu Spore, einer neuen Aufnahme. Und wie man sieht, habe ich hier etwas Neues. Das galaktische Abenteuerdingens. Und ich dachte mir so, auf die letzten paar Folgen baue ich das da nochmal mit ein. Ich weiß nämlich nicht, wie das ist und so. Und das habe ich mir gerade erst geholt, gerade eben. Halbe Stunde her bei Origin. Jo, wie soll's denn heißen? Mein Viech heißt Chris, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie mein anderer Name. Toffer. Toffer. Ach, ich bin hier am Arsch der Welt, ne? Kann das sein? Ich wollte jetzt erstmal eine Stunde aufnehmen. Obwohl ich schlafen müsste. Warte mal, da war doch dieser Button. Was heißt denn der genau jetzt? Was ist das hier? Und wie kriege ich das freigeschaltet? Warum siehst du so scheiße aus? Das sind die verschiedenen Dinge, die man später machen kann. Ja, steht da nichts irgendwie. Was heißt denn das? Abenteuer gespielt. Was heißt denn das? Ich verstehe überhaupt gar nichts. Da, kann ich da irgendwas spielen? Hallo. Ich habe nichts zu verkaufen. Was will ich denn machen hier? Hallo? Mission. Suche Planeten. Blablabla. Albert. Bin ich da richtig? Albert. Okay. Was soll ich tun? Was? So wird man Weltraumkapitän. Beim kurzen Besuch in einem Weltraumhafen wirst du lernen, wie wichtig Abenteuer in der Weltraumphase sind. Du wirst erfahren, wie man Abenteuer annimmt und dadurch im Rang aufsteigt, um irgendwann der größte Weltraumkapitän der Galaxie zu werden. Huahaha, ja. Ja, wie es ausschaut, habe ich noch gar nichts. Und das ist jetzt auch ganz neu für mich, also blind. Und was das Spiel habe ich schon, das ist schon so alt und ich habe das so lange und habe mir das Pack nie gekauft, weil ich damals, wo es rauskam, kein Geld hatte. Gott, oh Gott. Was passiert hier? Ich bin total verplant. Willkommen in Wat Tego. Ein beliebter Weltraumhafen mit vielen interessanten Wesen. Sprich mit den Bewohnern, um mehr über Abenteuer und den Weg zum legendären Weltraumkapitän zu erfahren. Oh Gott. Hallo, was geht? Was bist du denn für einer? Bla bla. Ich lese das doch sowieso nicht durch. Und jetzt? Sprich mit Kaufmann, sprich mit Raumfahrer. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Boah! Ich hoffe, ich habe den Ding jetzt nicht zu laut, den Ingame-Sound jetzt. Weil ich musste das wieder einstellen. Ein bisschen.
Mr. Watt, ich glaube, ich mache mal eben noch mal in der Soundeinstellung ein bisschen runter. So, was soll ich tun? Kann ich da einsteigen? Ich kann freundlich zu denen sein. Ich greife klein Robo an hier. Zack, tot. Was bist du denn für einer? Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Was willst du tun? Oh, guck mal, Gewürz. Hoppa da. Was soll ich denn machen hier? Sprich mit Captain Sonnig. Wer ist Captain Sonnig? Der hat einen Schatten. Ganz toll. Ach, ich hab dort meine Minimap. Da ist Captain Sonnig. Was bist du denn für ein Vogel? Hallo. Ich bin so möchte gern Captain. Hallo. Auf zu nuscheln. Was soll ich tun, ey? Ey, du Robocop. Sorry, ich habe hier so komische Fliegen rumfliegen. Die sind echt nervig. Krieg jetzt coole Klauen, um die dann alle zu zerfetzen. Auf so scheiße zu tanzen, du. Schwachkopf. Wow. Bist ja echt ein ollen Dudi. Wow. Oh. Krasse Sache. Und jetzt? Energieschlag. Giftklinge, Stufe 1. Kampfrüstung. Ja, komm, mach das oder was? Was hab ich denn für Lunst hier? Düdü, ja, doof. Vielleicht spiele ich ja noch ein Stück weiter. Wenn das jetzt interessanter wird, dann spiele ich dieses hier noch ein Stück weiter. Ist dann aber, lohnt sich dann aber auch, denke ich mal, also für mich. Oder soll ich es einfach offscreen weiter spielen? Alleine. Ganz alleine und einsam. Mir lieber dieses Ding hier mal hier auf den Brust kleben. Was ist das denn? Ah, okay. Nee, ist schon richtig so. Ist das jetzt neu dazu? Nee, nur bei den neuen Sachen hier. Ich hätte gerne ein bisschen weiter runter. Aber trotzdem so gerade. Sehr gut. Wow, ein Teil. Ist das wunderbar. Ich hätte gerne noch irgendwas anderes. Hier irgendwas zum Schlagen und Kloppen. Und das habe ich gesehen. Also jetzt macht hier mir irgendwie mehr Spaß. Da drehe ich jetzt schon am Rad. Erstatte dem Planeten da hinten irgendwie einen Besuch. Ja, ich bin heute Morgen etwas aufgedreht. Heute Morgen ist heute Morgen. Ja. Hallo. Leck mich. Abenteurer. Meister ein Abenteuer in der Weltraumphase. Okay. Oh, was soll ich machen? Ist hier nicht irgendwo das Wurmloch? Da oben, ja. Wurmiges Loch. Loch für Würmer. Da ist irgendwo was hier. Was ist denn das hier für eine verkackte Mission? Leck mich doch. Kann ich die nicht abdingen? Nee. Berichte deinem Heimatplaneten. Was? Wo ist denn der? Oh. Also der ist irgendwo am Arsch der Erde. Oder so ähnlich. Dazu hätte ich gerne diesen Schlüssel da. Weißt du was? Ich bleib erstmal hier. Gib mir mal das da.
Wie soll ich denn da hinkommen? Ich wurde von Piraten ausgeraubt. Mission, gib mir mal hier. Erstatte deinem Blabla-Planeten einen Bericht. Was ist das hier jetzt? Verhindere den Krieg auf sowieso Planet. Was sind das für Monde immer da hinten? Ich finde es doof, dass ich nicht auf den Gasriesen komme. Akzeptieren, ich akzeptiere alles. Ich weiß gar nicht, was das hier bedeutet. So. Erstmal alles ein wenig lernen. Ich habe das früher bis zum Geht nicht mehr gezockt. Aber jetzt macht das viel mehr, ist viel tiefer das ganze Spiel, so interessanter jetzt. Dadurch, dass da jetzt so mit Missionen so lustige, wo du selbst so rumlatschen kannst. Das hätte ich mir ja schon immer gewünscht und jetzt habe ich das endlich gefunden. Hat mich ja gerade nur 15 Euro gekostet. Fuck, mein Daumen ist kaputt. Ich habe so scheiß Hautrisse, die tun höllisch weh. Und bluten. Darf ich jetzt hier so abschlachten irgendwen? Es laggt auch nur ein bisschen. Oder gar nicht, ich weiß nicht. Was ist das denn? Also ich nehme zuerst die Schriftrolle. Was soll ich damit machen? Wie lag das? Zagan! Oh? Flotziger-Nazi! Der Nazi-Gan! Teuer! Es gibt viel zu tun! Bella Katten! Der böse Baron hat seinen Sohn! Julio entführt! Was? Hat mein Sohn nicht seinen Sohn? Oh. Okay. La, komm mal die Fresse, ich geh jetzt irgendwo rüber. Tingel, 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 tingel. Ich tingel durch die Gegend. Weil ich ja sonst nichts Besseres zu tun habe. Was ist denn für welcher? Hallo! Was bist du denn für einer? Alter, das ist jetzt nur ein wenig verwirrend. Aber nur ein wenig. Wo soll ich denn hin? Alter, das ist total verwirrt hier. Was ist denn das hier? Hüpf für die Hüpf. Hallo, ihr Idioten. Die sind voll groß, ich komme hier voll klein vor hier. Hallo, ich will dir was schenken. Winke, winke. Sprich mit mich. Schnauze. Lass mich in Ruhe. Die Musik erinnert mich irgendwie ein bisschen an Sims Mittelalter. Sprich mit dem Ladenbesitzer. Luchi, Luki. Ei. Ei, was bist du denn für ein Vogel? Also die Stimme irgendwie, ja, nee, ich weiß auch nicht. Kann ich da so selbst Missionen auch bauen? Das wäre irgendwie lustig. Ich wünsche, ich hätte Flügel. Habe ich damals Flügel dran gehabt? Das weiß ich gar nicht mehr. Komm, hör auf zu sein. Ich mach das so herzlos, bis zum geht nicht mehr. Aber was bist du denn für ein Affe? Affe, ich wollte eigentlich irgendwas anderes sagen. Ich hab's auch vergessen, was ich sagen wollte. Hallo. Angelimanda, ich bin Vogel. Ja. Ist das Miniaturbild so kacke? Sprich mit Leute! Ey, bin ich bekloppt? Ist das nicht irgendwie ein bisschen affig? Ich will kämpfen und keinen Quatsch. Viecher tot ballern oder so. Ach Gott, die Mission. Quatsch, da muss ich gar nicht hin. Kacke. Ich mit meinen Watschelfüßen. Kann ich irgendwie laufen oder so?
springen, sprinten. Oh.